Gebäude können spannende Geschichten erzählen. Von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal mit einem Haus auseinandersetzen, das wahrscheinlich viele von euch schon mal gesehen haben, weil man da eigentlich relativ oft an der Ampel neben dran steht und wartet, dass er wieder griebert. Es geht ums Püttner Palais in Hof. Das Spannende am Püttner Palais ist tatsächlich, dass es sogar zwei Geschichten erzählt. Einmal die vom wirtschaftlichen Aufstieg der Handelsfamilie Püttner und zum anderen eben auch die vom Wiederaufbau der Stadt Hof nach dem großen Stadtbrand 1823. Wie genau das alles zwar miteinander zusammenhängt, das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Um zu verstehen, warum jetzt aber überhaupt die Familie Püttner sich ein dermaßen prächtiges und vor allem auch monumentales Bauwerk hat hinstellen können, müssen wir noch einmal einen ganz kurzen Blick in die Wirtschaftsgeschichte werfen. Wir haben uns ja schon mal damit auseinandergesetzt, dass bei uns in erster Linie ab dem 14. Jahrhundert, also nach der sogenannten Klima-Optimumszeit des Hochmittelalters, das Handwerk sehr stark gewachsen ist. Die Menschen haben also angefangen, Leinen beispielsweise zu verarbeiten, den sie wiederum aus der Flachspflanze erst einmal rausbekommen mussten und haben dadurch dann unter anderem eben die Weberei stark werden lassen. Das Problem da dabei war jetzt, wir haben uns das bei der Weberei Stöckel und Grümmler schon mal angeschaut, dass je mehr diese Produkte eben auch in den Export gegangen sind, desto besser die Qualität werden musste, einfach eben um mit den Konkurrenten mithalten zu können. Und genau aus diesem Grund hat man jetzt ab dem 15. Jahrhundert angefangen, bessere Rohstoffe zu importieren, wie beispielsweise Baumwolle, was aber natürlich auf der anderen Seite die Notwendigkeit nach sich gezwungen hat, diese Rohstoffe erst einmal zu uns zu bringen. Und das war die Aufgabe der sogenannten Verleger, also derjenigen, die quasi als Vertriebsexperten den Rohstoffimport und eben auch den Produktexport entsprechend gesteuert haben. Zeitgleich dazu hat sich jetzt aber eben bei uns im 17. und im 18. Jahrhundert das Handwerk im Allgemeinen immer stärker auch entwickelt hin zur sogenannten Protoindustrie. Man hat also jetzt nicht nur in die Weberei beispielsweise angefangen, diesen Verlag einzuführen, sondern man hat eben auch in anderen Produktionszweigen versucht, die kleinen Handwerker, die ganz oft nicht unbedingt zünftig organisiert gewesen sind, das war dann eigentlich eher den größeren Produktionsketten vorbehalten, zusammenzuschließen zu Netzwerken. Und die hat man dann eben wiederum gesteuert durch entsprechende Verlagsstrukturen. Und das ist eben auch das, was jetzt die Familie Püttner groß gemacht hat. Jakob Friedrich Püttner galt damals im 18. Jahrhundert als einer der mächtigsten Handelsherren, die wir bei uns in der Region hatten. Er hat beispielsweise mit Fisch gehandelt, er hat mit Farbstoffen gehandelt, mit Mehl insbesondere auch und sogar mit Bergbauprodukten. So heißen, er hat am Ende eigene Bergwerke betrieben und hat dann eben die abgebauten Rohstoffe entsprechend vertrieben. Und das zeigt jetzt eben schon mal, dass er dazu in der Lage war, eigentlich ausgehend von diesem Handwerk, das ursprünglich in seiner Familie betrieben worden ist, sich weiterzuentwickeln, wirklich hin zu einer Art von Großkaufmann. Ja, er galt damals sogar als der reichste Mann im Markgraftum Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, was eben auch schon zeigt, welche Macht in Anführungszeichen dahinter ihm stand. Und jetzt wird es eben ganz interessant, dadurch, dass sich diese, ich sage jetzt mal, neue gesellschaftliche Schicht der Handelsleute, der Verleger, der Großhandwerker natürlich auch vollkommen darüber bewusst war, dass sie eigentlich die Stützen der Gesellschaft sind. Das haben wir uns ja schon mal im Video zur bürgerlichen Landschaft angeschaut, das ich euch einmal umverlinke. Da haben wir uns ja schon mal damit auseinandergesetzt, dass eben jetzt genau diese Personen eben auch im Rahmen der Romantik, des Biedermeiers entsprechend, damit begonnen haben, die Landschaft jetzt nach ihren neuen Idealen zu formen. Und jetzt wollen wir quasi ergänzend dazu uns einmal anschauen, was sich quasi direkt bei diesen Menschen ergeben hat. Na, denn während die jetzt natürlich auf dem Theresienstein in der Luisenburg unterwegs gewesen sind, um da ihre Freizeit zu genießen, musste selbstverständlich auch das Geschäft weiterlaufen. Und dafür wurde jetzt für die Familie Püttner, insbesondere eben für Jakob Heinrich Püttner, den Sohn Jakob Friedrich Püttners, ab 1802 in der Ludwigstraße in Hof
ein großes, monumentales Stadtpalais gebaut, nach den Plänen des Architekten Baumann. Der ist für Hof generell recht wichtig gewesen, der hat einige bedeutende Gebäude selber errichtet. Bei der Planung hat er sich jetzt, was die Formensprache angeht, an der Bürgergesellschaft orientiert. Das heißt also an eben jenem Clublokal in Anführungszeichen, der sich diese elitäre Kapitalstahlgeschichte in Hof kurze Zeit vorher hat bauen lassen. Und das wollten jetzt eben auch die Pütners für sich haben. Daraus geworden ist ein gigantischer Komplex, der ganz wunderbar zeigt, wie jetzt eben auch die Familie sich mit ihrem Geschäft verbunden gefühlt hat. Denn wenn ihr euch dieses Püttner-Palais mal anschaut, dann ist in der Mitte erst einmal groß zu sehen, dieser schon fast griechisch anmutende Tempelbau, ja, das sogenannte Risalitgiebel. Darüber befinden sich dann eben die repräsentativen Wohnräume, wie beispielsweise Salone, schön mit Stuck natürlich ausgestattet, und die Büros und Arbeitszimmer, genauso natürlich auch wie die Schlafgemächer. Und links und rechts davon, da gibt es jetzt aber eben auch diese etwas niedrigeren Flügel, die eigentlich für den wirtschaftlichen Teil vorgesehen waren. Da waren also Kontore drin, Lagerhäuser, Geschäftsräume natürlich auch für den Publikumsverkehr. Ja, was eben schon sehr gut zeigt, die Püttner, die haben jetzt das auch ganz gut hingebracht, ihren eigenen Einfluss entsprechend in der Architektur auszudrücken. Ja. Und das Spannende ist, dass dieses Püttner-Palais jetzt auch noch eine zweite sehr, sehr große Rolle für Hof spielt, denn 1823 brannte die Stadt ab. Ja, Hof ist damals wie eigentlich jede andere Stadt bei unserer Region auch ungefähr alle 100 Jahre einmal ein Raub der Flammen geworden. Der Stadtbrand von 1823 allerdings gilt als der schlimmste, den die Stadt jemals überleben musste. Mehr als 3000 Menschen sind damals obdachlos geworden und eigentlich könnt ihr euch vorstellen, ist wirklich der gesamte Teil der Stadt rund ums Rathaus in der heutigen Ludwigstraße, Maxstraße ein Raub der Flammen geworden. Es waren zwar alle 9 Feuerspritzen im Einsatz, die Hof damals schon hatte. Man hat versucht, mit Eimerketten das Ganze zu löschen, aber es ging leider nicht. Und am Ende gibt es eben sogar die Erzählung, dass Asche und Rußpartikel, teilweise vermischt eben auch mit Fetzen von verbrannten Büchern, von Papier, bis weit nach Bayreuth und in andere Regionen getragen worden sind durch den auffrischenden Wind, was eben auch zeigt, wie verheerend diese Feuerkatastrophe gewesen sein muss. Man kann schon fast sagen, dass glücklicherweise, in Anführungszeichen, es nur 2 Opfer zu verzeichnen gibt, nämlich den Türmer der Michaeliskirche und seine Frau, die bis zum Schluss versucht haben, eben die Menschen zu warnen und dann aber leider von den Flammen selber überrascht worden sind und aus der Kirche nicht mehr rausgekommen sind. Die Michaeliskirche selbst ist leider auch in den Flammen zerstört worden. Das war dann am Ende also nur noch ein Gerippe, was quasi da gestanden war. Und so musste man jetzt am Ende sich aber natürlich mit der Problematik auseinandersetzen, dass man Hof innerhalb kürzester Zeit wieder aufbauen musste, um eben für diese Menschen einfach wieder ein neues Obdach zu schaffen. Ein anonymer Autor hat damals in Hofer Wochenblatt folgende Erinnerungen bzw. eben Erfahrungen für uns hinterlassen. Er schrieb: So liegt in Asche denn, was einst in vielen tausend Stunden des Menschen Fleiß erbaut und seine Kunst erfunden. Zertrümmert liegt in Schutt des schönen Tempels Pracht, die Pfeiler stürzen ein und das Gewölbe kracht. Kein Obdach findet mehr der abgebrannten Menge, des Herbstes kühle Nacht vermehret noch die Strenge des Schicksals, welches Hof und die Bewohner drückt. Nichts sieht ihr mehr ringsum, was noch sein Herz erquickt. Da dabei kam jetzt auch das Königreich Bayern mit zum Tragen. Hof ist 1810 bayerisch geworden und so hat man jetzt natürlich den neuen Regenten um Hilfe gebeten. Der hat einerseits selber entsprechend unterstützt, auch mit seiner Regierung, aber er hat es auch erlaubt, Spenden zu sammeln in der Umgebung, damit eben die Hoferinnen und Hofer möglichst schnell ihre Stadt wieder aufbauen konnten. Und das Interessante da dabei ist, dass im Rahmen dieses Aufbaus man sich vor der Architektur in der gesamten Stadt an dem Gebäude orientiert hat, was als eines der wenigen erhalten geblieben ist, und das war das Püttner-Palais. So heißt, man hat sich jetzt dieses Haus, das im sogenannten Klassizismus errichtet worden ist, hergenommen und hat sich angeguckt, wie können wir denn jetzt diese klassizistische Formensprache, also quasi das Wiederaufleben lassen antiker Gestaltung, wie eben beispielsweise mit Giebelchen, mit kleinen Säulen, so übertragen, dass die ganze Stadt als eine Art von Gesamtkunstwerk gelten kann. Und genau das hat man damals gemacht. Hof ist also am Reißbrett quasi neu geplant worden. Man hat gigantische Straßenzüge neu angelegt, man hat die ganzen Häuser neu ausgerichtet, um damit eben auch am Ende dieser Brandgefahr ein Stück weit
was vorhalten zu können. Und hat aber auf der anderen Seite bei der Gestaltung der Häuser auch darauf geachtet, dass das alles insgesamt ein Ensemble bilden soll. Ganz so also, wie es eben im Klassizismus oder jetzt halt in der neuen Phase der Architekturgeschichte im sogenannten Biedermeier gewünscht war. Und davon gibt es sogar ein ganz tolles Zitat. Es wurde nämlich damals vorgeschrieben, dass jede Ansicht eines Gebäudes symmetrisch, regulär und einfach sein soll. Gesimse und Ausladungen müssen einen reinen architektonischen Stil zeigen. Alle geschmacklosen Zieraden, läppische Feldereinteilungen auf vertikalen Wänden, verschrobene Formen, Schnörkelgiebel, angehängte Erker und Abtritte, lächerliche Inschriften und Malereien sind sorgfältig zu beseitigen. Am Ende also hat man dadurch versucht, insbesondere eben die Fassaden in der Ludwigstraße als ein Gesamtbild wahrnehmen zu lassen. Ja? Und das funktioniert teilweise bis heute. Wenn da mal die Ludwigstraße runtergeht, am Rathaus entlang in Richtung Hospitalkirche, dann könnt ihr noch sehr gut sehen, dass die Häuserreihen eigentlich eine Einheit bilden. Und das ist eben das, was man damals auch geplant hatte. Das einzelne Gebäude sollte jetzt gar nicht mehr so heraustreten, wie vielleicht in der Stadt vorher, ja, in dieser doch stark mittelalterlich geprägten Stadt, wo eben sehr häufig eben auch die Dachlandschaften ziemlich unruhig waren, wo es dann teilweise seltsame Ecken gab, wo plötzlich ein Freiraum zwischen den Häusern war. Jetzt sollte all das zusammengebaut werden, um ein großes Ensemble zu bilden. Und wie gesagt, orientiert hat man sich da dabei am Palais des Jakob Heinrich Püttner. Insofern kann man tatsächlich sagen, dass dieses Gebäude nicht allein Zeugnis ablegt von der wirtschaftlichen Stärke der Handelsstadt Hof, damals schon im 18. und im frühen 19. Jahrhundert, sondern dass eben die Formensprache, das Aussehen dieses Gebäudes, gerade eben den Teil Hofs, der heute als Biedermeierviertel gilt, sehr, sehr stark geprägt hat und tatsächlich bis heute noch beeinflusst. Wenn ihr also das nächste Mal in Hof seid, dann schaut euch das gerne mal an und guckt vor allem ein bisschen nach oben. Das muss man in Hof oder auch in manch anderen Städten immer ganz häufig tun. Unten sind zwischenzeitlich diese Ladeneinbauten der 50er, 60er und 70er Jahre drin, aber wenn man nach oben guckt, dann kann man noch diese wunderbaren Fassaden des 19. Jahrhunderts erkennen, die eben auch eine ganz besondere Anmut, eine sehr schöne Stimmung ausstrahlen, die in dieser Form und in dieser Komplettheit tatsächlich deutschlandweit einmalig ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken und sage bis zum nächsten Mal Servus und Ade dabei.